Wir müssen hier raus. Ach so, jetzt geht das los. Jetzt wollte ich gerade zur Flasche greifen, zur alkoholfreien, aber... Wow, ganz alkoholfrei heute. Gekühlte Zitronenlimonade. Schnell! Ich habe noch nie während der Aufnahme getrunken, ganz vorbildlich. Es stürzt alles ein, schnell! Okay, ich kommentiere das jetzt nicht. Wusste ja nicht, so. Dass das Schwert nicht mal eine Sekunde wegsteckt oder so. Nein, das ist wichtig. Die Steinsbrocken halten einen immer relativ lange auf. Das ist voll scheiße. Wenn man da hängen bleibt. Ach. Ach, ist der Bogenschütze schon wieder da? Ist halt mit dem Legolas kannst du hier übelst losfeiern. Aber der Aragorn, der trifft mit seinem Rückfeller immer so wenige Leute. Das ist voll doof. Muss ich wohl doch mitspielen. Und hier kann dir sowieso keiner helfen, weil wenn du hier hängen bleibst, bleibst du da hängen und dann hol dich irgendwann diese scheiß Steinlawine ein. Und dann ist es ganz egal, wie viel du Leben hast. Aber wir sind ja schon relativ weit. Fast draußen. Hör doch auf, immer so zu spoilen. Ja, man ist in den vorherigen Level, ist man den Weg gegangen, man weiß, wie weit es ist. Also wenn man die vorherigen Parts geguckt hat vom Let's Play. Ja, hab ich ja nicht. Weiß man theoretisch. Ja, es sind ja mal raus, wie willst du die gucken? So, jetzt kommt her. Das war übrigens gerade die Spezialfähigkeit, die habe ich zum ersten Mal eingesetzt. Wenn das so rot schimmert, dann ist man relativ schnell im Perfektmodus und kann dann halt alles niedermetzeln. Also sozusagen der Rage-Modus. Ja, da unten lädt das sich wieder auf. Das, ein Aragorn sein... Oh, verdammt. Jetzt, das war's. Ein Aragorn sein Gesicht da unten sieht man ja, das lädt sich dann langsam wieder auf. Und wenn es wieder komplett sichtbar ist, kann man ihn wieder verwenden. Vielleicht seht ihr, wie ich hier von der Steinlawine erschlagen werde, weil ich aufgehalten wurde. Ich frage mich, von wo es neu losgeht. Es könnte sein, dass es von ganz, ganz, ganz am Anfang... Es ist eigentlich so, dass es von da wieder losgeht. Schnell! Alles stürzt ein! Hauptsache, er ist mal stehen geblieben und rumgeschrien. Jo. Auf der Gamecube, ne? Ich habe das ja als allererstes Mal mit auf der Gamecube gespielt. Halt da im Koop-Modus immer, die hatten aber schon alles hochgelevelt. Und da sind wir ja auch nie weitergekommen. Wir hingen immer hier und haben es einfach nicht geschafft. Wie gut, dass ich nicht mitspiele. Also am Anfang immer auf den Bogenschützen gehen, weil die... Das ist der nächste. Ja, ich weiß schon, aber die verhindern ja, dass du eine geile Kombo zusammenkriegst. Die dich dann immer wieder treffen. Mann, warum macht denn da keinen Rückfaller mehr? Jetzt macht er ihn. Trifft aber keinen. Ja, wenn es zu viele sind, ist es halt eigentlich scheiße. Die Geister, die gehen überhaupt beschissen. Na, wenn zu viele sind, dann siehst du halt nicht, wer gerade wo angreift. Ja, bei den Oryx ist das irgendwie leichter. Stichwort Südtor, was ja danach kommt. Sehr schöne Runde. Siehst du das bald schon wieder alles? Das habe ich doch vor uns schon gesagt, dass ja danach das Südtor kommt. Ja, hat man aber doch trotzdem lesen können. Das ist voll scheißegal. Jetzt wusste ja keiner, dass da Orks vorkommen. Das hast du jetzt voll gespoilert, das ist ja, unfair von dir. Wer hätte denn ahnen können,
dass bei Herr der Ringe OX vorkommen. Na, ich zum Beispiel. Weil du ja nicht das Buch gelesen hast. Sagte der, der in den letzten 3 Jahren kein Buch durchgelesen hat. Das stimmt nicht. Irgendein Herr... Nee, Dieter Nur Buch habe ich gelesen, würde ich schon Herr der Ringe sagen. Aber irgendein Dieter Nur Buch habe ich gelesen. Herr der Ringe wolltest du lesen. Wie wollte ich lesen? Na, hast du dir mitgenommen gesagt, wolltest du lesen? Ach so, ja, habe ich aber nicht, weil ich habe es ja schon 1000 Mal gelesen. Oh, den dritten Band hatte ich ja schon... Wie geht's lang? Und... Das habe ich dann nämlich halt abgegeben und dann hatte ich immer Bock, Herr der Ringe zu lesen, weil die ersten Teile lesen hat auch bis den dritten Band da und dann habe ich den dritten Band bestimmt 5 Mal gelesen. Das ist ja ein schönes Buch, wenn da nicht so viele Fremdworte drin vorkommen. Wie Dunedain und die Toten sind noch da. Wie sie alle heißen. Dunhaug. Ja, der beschreibt ja zum Beispiel im ersten Kapitel Minas Tirith und die Hügel da drumherum. Und da hat jeder Hügel ja seinen charakteristischen Namen. Und da denkst du, what the fuck, wenn du das liest? Oh. Ja. Ist halt so, sterb gleich. Vor allem habe ich immer voll Angst, die Karte hinten aus dem Buch rauszufalten, weil ich Angst habe, die kaputt zu machen. Warum das denn? Wie kann man denn die Karte kaputt machen? Weißt du, wie viele Buchseiten ich schon eingerissen habe, bloß weil ich umblättern wollte? Naja, aber... Das... Das hat ja theoretisch nicht so allzu viel zu sagen, weil das ist ja eine andere Aktion. Ob du vorsichtig die Karte rausfalten tust oder umblätterst. Umblättern ist wirklich meistens beschissen, weil wenn dann irgendwo hängen bleibt und dann macht's krrrr und du denkst, nein. Ich bin übrigens gerade voll im Stress. Ja, deswegen sag ich gerade auch nichts mehr. Aber du hast ja eine wackere KI, die dir hilft. Ja, die haben hier voll alles im Griff. Ich merk's schon. Sie nehmen sich auf jeden Fall vor zu helfen. Fürs nächste Jahr. Genau. Der gute Wille zählt. Noch mal ein paar Leute herstellen hier. Ich mach direkt mal die Spezialfähigkeit rein. Ja, das gibt auch richtig schön viele Erfahrungspunkte, wenn du die im Perfektmodus hier killst. Ja, hat nur noch gut gelangt. Schade drum. Dafür haben die anderen beiden relativ viel gebracht. Ich bin so doof. Ich wusste nicht, wo es lang geht. Nach links. Ja, aber ich hab's nicht gerafft. Ich dachte, wir kommen von links. Achso, ich dachte, du wolltest den Trank haben und bist deswegen zurückgerannt. Und hast aber die Lawine vergessen. Zum Teil, aber ich dachte, die kommt von hinten und deswegen war das kein Problem. Naja. Es stürzt alles auf ein neues. Wie viele Mal jetzt? Dritte. Das ist bei mir übelst oft so, ey, schon GTA an dem Steinbruchmission hing ich an der letzten 3 Mal. Beim dritten Mal immer geschafft und die mit dem Bulldozer? Hm. Ganz schlimm. Ich scheitere viel zu oft in solchen Sachen. Allerdings ist es auch schwer. Weil auf leicht kann es ja jeder. Dann wäre es ja keine Herausforderung, dann wäre es ja ein... Ja, pff. Guckt euch an, wie ich keine Probleme mit dem Spiel habe. Ist ja irgendwo langweilig. Ich finde es langweiliger, wenn ein Typ in einem Let's Play 5 Mal an derselben Stelle stirbt. 3 Mal. 2 Mal, bis jetzt. Ich habe es ja auch übertrieben, damit man dich da nicht mit einberechnet. Okay. Ich sollte vielleicht öfter die Spezialfähigkeit nutzen, die hat mich gerade relativ schön aus der Kacke gehauen. Ah.
Hier könnte man das versuchen, so zu machen, dass man so oft pariert, dass man im perfekten Modus ist. Ja, aber das wird wohl alles funktionieren. Ach Manu, Scheiße. Ich weiß nicht, was der da macht. Irgendwie wird er immer wieder aufgehalten mit einem Schlag. Mann, wie sollst du denn da durchkommen? Hör doch schon mal an, wie oft ich getroffen werde. Scheiße, jetzt kommt die Wand wieder und fällt ein. Hinter mir. Und hat ein gewisses Zeitlimit. Es kann sein, dass ich jetzt zu lang gebraucht habe. Ja, oder? Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Jetzt bin ich jedenfalls nicht vom Stein getroffen worden. Ah, oh, fuck, das wird echt knapp. Scheiße, es geht nicht. Nein! Fünfmal hast du gesagt, ne? Wird eng. Schnell, wird eng. Alles stürzt ein. Auf jeden Fall. Es stürzt alles ein. Ich würde ja Daumen drücken, aber dann hört man mein Knacken. Mach mal. Mal sehen, ob man es hört. Ja, jetzt hört man es auf jeden Fall. Die abonnieren alle Menschen, die das eklig finden, wenn es knackt. Da passiert es mehr Abonnenten, die es cool finden, wenn man mit dem Finger knacksen kann. Das bezweifle ich ganz stark. So, pass auf, jetzt der Speedrun durch die Massen. Hast du mir ein paar herstellen lassen? Ganz gut, oder? Nur weiß ich nicht, ob der jetzt wieder aufgeladen ist bis zur nächsten Schlacht. Nicht ganz. Ich hätte mir den wahrscheinlich aufgehoben. Ja, aber die Schlacht geht eh so lang, dass du den dann... Ja, klar, du kannst da mitten drin einsetzen, aber du hast ja da trotzdem mal anfangen. Ach, mach du mal. Ich mach das schon. Vielleicht solltest du nicht immer mitten reinrennen. Ja, ist aber doof. Ich muss mehr gegen die Schildtypen unternehmen. Ja. Scheiße. Ah, ist das nervig. Ich weiß nicht, welcher das Schild hat. Ja, doch. Ja, ich weiß. Ich wollte auch den Trank mitnehmen, weil diesmal ist er wirklich wichtig. Theoretisch ist es noch zu schaffen. Oh, Spaß. Ernsthaft? Ey. Na. Gnarf. 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 Was willst du denn da machen, ey? Ist doch voll fies.